Gut sichtbar an der Place de Rome liegt sie, die neue Anlaufstelle für Patienten. Wenn der eigene Hausarzt gerade nicht verfügbar ist, weil er anderweitig zu tun hat oder weil er in Urlaub ist. Mit Dr. Philippe Dutilleux sind es 7 weitere Allgemeinmediziner aus Malmedy und Umgebung. Sie wechseln sich mit ihren Sprechstunden ab, wochentags von 10 bis 12 und von 17 bis 19 Uhr. Das Centre Médical Carvens ist aber nicht ein Ärztehaus oder eine Gemeinschaftspraxis im eigentlichen Sinne. Wir müssen da unterscheiden. Hier wollen wir gewährleisten, dass die Leute immer einen Allgemeinmediziner antreffen können. Einer von uns hält dann hier seine Sprechstunden ab, ohne vorherige Anmeldung. Für seine Patienten, aber auch für alle anderen oder zufällige Passanten wie Touristen, um ihnen sozusagen aus der Patsche zu helfen. Jeder führt daneben aber weiter seine eigene Praxis. Noch ist Malmedy mit den umliegenden Dörfern ganz gut aufgestellt, was Hausärzte angeht. Nur haben die meisten von ihnen schon ein gewisses Alter erreicht. Sind sie mal nicht mehr da, sieht's duster aus. Dr. Dutilleux und seine Kollegen wollen darum rechtzeitig die Weichen stellen und so auch junge Ärzte anziehen. Die meisten von uns sind seit 25, 30 oder 35 Jahren im Beruf. Da hat man so seine Gewohnheiten. Wir haben uns entschieden, etwas zu ändern, damit es auch in Zukunft ein ausreichendes Angebot gibt. Das tun wir nicht für uns, sondern im allgemeinen Interesse. Darum hat es aber auch etwas Zeit gebraucht, damit sich jeder beteiligte Arzt in dem Projekt wiederfindet. Jetzt, wo es steht, sind alle sehr zufrieden. Donc il a fallu vraiment une maturation de chacun des médecins pour arriver à accepter d'entrer dans le jeu. Maintenant que c'est là, on est très content. Die Stadt Malmedy sagt, Dr. Dutilleux habe das ihre getan, um das Projekt zu unterstützen. Kontakte gab es auch mit der wallonischen Region, mit der Provinz und mit der Inami. Doch passe das Konzept in keine förderfähige Schublade. Machbar wurde es dadurch, dass die Hausärztevereinigung den Raum auch für die Bereitschaftsdienste an Wochenenden und Feiertagen nutzt. In der benachbarten Klinik begrüßt man das neue Angebot. Die Notaufnahme wird von Leuten aufgesucht, die dort nicht wirklich hin müssen. Sie machen sich nicht die Mühe, einen Hausarzt zu finden und gehen zur Notaufnahme wie zum Nightshop. Mittelfristig wollen die Allgemeinmediziner von hier aus auch mit anderen Diensten, etwa in der häuslichen Pflege, zusammenarbeiten. Das Centre Médical werde so zu einem ersten Baustein, um der ursprünglich mal als Waisenhaus gegründeten Maison Carvens ihre soziale Bestimmung wiederzugeben.